Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns das LG Spirit anschauen. Ja, und zwar hat mir LG das LG Spirit zugesendet. Ihr seht es hier gerade in der Verpackung. Und ja, wir wollen jetzt erstmal mit dem Unboxing anfangen. Also zuerst packen wir mal den Karton aus. So, und da haben wir dann auch die blaue Box von LG. Ihr seht auch hier schon, das ist die 4G-Variante. Und ja, das Ganze erinnert mich ein bisschen an die anderen LG-Geräte. Wobei interessant ist, dass diese Verpackung ganz quadratisch ist und eben nicht rund, wie das bei den meisten LG-Verpackungen mittlerweile ist. Hinten sind ein paar Kreise eingebracht, das erinnert ein bisschen an Android Lollipop, denn auch damit kommt dieses Gerät direkt am Anfang. Ja, öffnen wir die Box, finden wir ganz oben natürlich das Spirit selber und zieht man dann an der gelben Lasche, kann man darunter noch das Zubehör hervorholen. Da wären zum einen ein Steckdosenadapter, ein USB-Kabel, die Batterie, die bei meinem Gerät leider schon eingebaut war, und Kopfhörer neben einer Bedienungsanleitung. Aber das Ganze legen wir erstmal auf Seite und schauen uns direkt das Gerät an. Und ja, das Gerät an sich ist leicht gebogen, aber wesentlich weniger als bei den G-Modellen von LG. Auf der Frontseite haben wir ein 4,7 Zoll Display mit einer Displayauflösung von 720x1280 Pixeln, was einer PPI von 312 entspricht. Mit einem LG-Logo, oben einem Lautsprecher und einer Kamera, die einen Megapixel hat. Auf der rechten Seite befindet sich ein kleiner Schacht zum Öffnen der Batterieklappe. Auf der Unterseite befindet sich ein Micro-USB-Ladekabel und ein Mikrofon. Und auf der linken Seite befindet sich nichts. Auf der Oberseite ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss und ein Mikrofon. Auf der Rückseite befindet sich das LG-Logo, ein Monolautsprecher und, was bei LG halt besonders ist, die Lauter- und Leiser-Taste und die Power-Taste und eine Kamera mit 8 Megapixeln in der LTE-Variante und 6 Megapixel in der Nicht-LTE-Variante und einem Kamerablitz. Nimmt man den Akkudeckel ab, befinden sich darunter eine Micro-SIM-Karte und ein Micro-SD-Karten-Slot und eine 2100 mAh große Batterie. Aber dann wollen wir das Ganze mal starten, um zum ersten Hands-On zu gehen. Und ich muss dazu sagen, dass ich bisher noch kein LG-Handy benutzt habe und auch noch nie ein gebogenes Handy bzw. ein Handy, wo die Tasten hinten sind, benutzt habe. Von daher war das für mich auch etwas, ja, ganz Neues, das mal zu benutzen. Aber als erstes müssen wir natürlich die Sprache einstellen und uns mit einem Mobilfunk- oder WLAN-Netz verbinden. Danach können wir Daten von einem alten Handy per NFC übertragen und uns mit unserem Google-Konto anmelden. Als nächstes kann man ein Backup wiederherstellen, muss die Software und Update und Protokollierung akzeptieren und kann einen Knockcode einstellen. Das bedeutet, man kann bei ausgeschaltetem Display einfach diesen Knockcode eintippen und das Gerät entsperrt sich danach direkt. Als nächstes muss man noch einen Backup-Pin wählen. Falls man den Knockcode 5-mal nacheinander falsch eingegeben hat, kann man auf Knockcode vergessen klicken und den Backup-Pin eingeben. Nun kann man die Tasten in der Bedienungsleiste festlegen und sich dort das schönste Design aussuchen und den Namen bei einer Bluetooth-Verbindung bzw. wenn man sich ins WLAN-Netzwerk einwählt, auswählen. Und schon ist das Gerät fertig und einsatzbereit. Jetzt müssen natürlich noch ein paar Updates gemacht werden und so. Und ja, als erstes muss ich natürlich sagen, das Widget gefällt mir ziemlich gut. Ich mag dieses veränderte Android 5 Design total gerne. Und mir gefällt die Notification schon besser als beim Stock Android. Die App-Logos, ja, sind okay. Muss meiner Meinung nach aber nicht sein. Ansonsten wirkt alles auf jeden Fall sehr solide und flüssig. Aber Näheres erfahrt ihr dann in meinem ausführlichen Review, was wahrscheinlich nächste Woche erscheinen wird. Und dann würde ich auch sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein.
und ciao.